Kämpfergilde sind wir hier. Da könnten wir eigentlich auch einen Befehl abholen. So, das finden wir doch hier raus. Sag mal, willst du mir sagen, dass ich hier noch nicht war? Das ist doch Blödsinn. Natürlich war ich hier schon. Das ist die Magiergilde. Und das hier ist ein Schmied. Soll hier nicht ein Club sein? Offenbar nicht. Wir müssen hier rein. Ist ja irgendwie blödsinnig da. Hier könnte es natürlich sein. Wenn ich es denn finde. Hölzerne Tür. Ach ja, ist das wieder eine olle Sucherei. Bis wir das alles finden, das wird. Da wird Stunden vergehen. Stunden um Stunden. Also für mich ist es gut, wenn ich dann Folgen habe, ohne irgendwas zu tun. Aber für euch ist es natürlich ätzend, weil wir da wieder nicht vorankommen. Sag mal, jetzt habe ich Hunger. Ach, ich wollte vorher was essen. Das kriege ich auch nicht mehr auf die Reihe, vernünftig Zeug zu essen. So. Holztür. Ah. Nicht richtig gelesen. Olasa. Beißer. Ach ja, ach ja, ach ja. Vielleicht finden wir hier unten ja irgendwelche lustigen Leute. Ja, hier sind auch ganz viele Türen. Stimmt, hier sind ja ganz viele Türen. Hier gibt es ja alle möglichen Sachen. Ah, da ist er doch. Was für ein Glück wir haben. Und... oder auch nicht. Mit dem wollte ich nicht reden. Mit dem auch nicht. Yes. Mit dem auch nicht. Mit dem auch nicht. You may speak. Nein. Today is your lucky day, so let's hear it. Nein. Huleya. Ich kenne die ganzen Rassen natürlich nicht, deswegen weiß ich auch nicht, wie die aussehen. Aber das könnte... Wealth beyond measure, Outlander. Masera. Wealth beyond measure, Outlander. Ah. Da muss ich doch mal schnell speichern, weil ich jetzt eh wieder alles falsch mache. Wobei ich ja eigentlich beschlossen habe, drauf gepfiffen, weil, wir spielen halt so, wie wir spielen. Ich heiße dich willkommen als Freund eines Freundes, Bennett, aber, aber ich würde gern zum Buchladen meines Freundes gehen und da gibt es ein paar Problememacher, die im Weg sind. Ich habe versucht, sie zu überreden, aber sie hassen meine Rasse und ich fürchte, dass es Gewalt geben wird. Vielleicht, wenn du mit ihnen sprichst. Du bist einer von ihnen, aber sei vorsichtig und sei bereit. Okay, wo ist der? Der Buchladen meines Freundes, Chabasha Kahit, was auch immer, bla bla bla, wenn du, also ich muss ihn quasi zu diesem Buchladen begleiten und dann wird er meine Fragen beantworten. Ich möchte dich bitten, zu versuchen, die Leute zu überreden. Ansonsten, werden sie uns angreifen in dem Moment, in dem wir versuchen zu gehen.
Okay, wer sind die Troublesome Fools? Ja, bla bla bla. Okay. Gut. Ich weiß aber immer noch nicht, mit wem ich jetzt reden muss. So. Travel together. Joe Barsha ist ein Freund von ihm und der besitzt diesen Buchladen, der eine große Variation von seltenen und obskuren Büchern hat. Und so weiter und so fort. Bla 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 bla. Gut. Ich weiß jetzt aber immer noch nicht, mit wem ich hier jetzt eigentlich reden muss. Und das hier ist sein Freund, dieser. Our doors are always open. Nein. You may speak. Ach, Masera. Die sind alle. Die sind alle komisch. Und you may speak. Seen any elves? Ich möchte die aber nicht bestechen müssen. So. Dann rede ich doch mal mit dem. Nein? Wie hieß denn der? Hallulü. Nein, nein, nein. Wiedersehen. Wealth beyond measure, Outlander. You've got the better of me, so go ahead. Der steht hier auch nicht. Also schauen wir mal die da oben an. Ob die mit dem irgendwie reden können. Outlander. So. Nö, auch nicht. Da muss ich wahrscheinlich erstmal Travel Together sagen, also mit ihm zusammen verreisen. Begleiten. Ja, ja, ist ja gut. Outlander. Ist ja gut. Wealth beyond measure, Outlander. Okay. This warm blood has questions. Ach, Hulilu, heißt der. Ist aber auch nicht drin. So, das heißt, ich habe ja gespeichert. Wir werden jetzt erstmal sagen, travel together. Wir werden zusammen zu diesem Buchladen gehen und wir verlassen die Tür zu den West continue, bla bla bla. Das ist einfach nur die Wegbeschreibung. Okay, wenn ich jetzt ja sag, dann greifen die mich an. There is no escape. Okay. Okay, dann nehmen wir das hier alles. Das lief doch erstaunlich gut, also da hätte ich jetzt Schlimmeres erwartet. Nehmen wir auch alles. Dann nehmen wir auch alles. Dann rede ich doch mal mit dem.
Ich sollte immer noch nachgucken eigentlich. Naja, gemacht habe ich gemacht, oder? Das machen wir jetzt nicht nochmal. War jetzt doof, ich habe gedacht, ich kann erst dann mit ihnen darüber reden. Ich hätte wahrscheinlich Persuasion machen müssen. Also, was heißt wahrscheinlich, ich hätte das machen müssen. Ich kann mit ihm mal reden, wo jetzt eigentlich der Laden ist. Bla 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 bla. Also, wir verlassen die Tür zu den... Genau. Gehen rechts. Nach Westen. Gehen weiter. Die Halle hinab und in das Atrium auf derselben Ebene. Nach Westen. Ja, folge mir. Rechts ist da, wo der Daumen links ist. Nach Westen. Ich sollte mir die Beschreibung vielleicht merken. Ach, wisst ihr was? Ich such das doch nicht. Genau. Alright, I'm listening. Ich gehe doch hier einfach. Apotheker. Alchemist. Genau. Es geht doch viel einfacher so. So, dass ich die Leute jetzt natürlich umgebracht habe. Vielen Dank. Wir sollen hier von Ablenkungen... Also hier soll es keine Ablenkung geben. Und jetzt erzähle ich dir alles über den Nerevarin-Kult, damit du ihn an Kaius zurückmelden kannst. Von irgendeinem Kult des Sechsten Hauses weiß ich nichts, aber ich kann dir sagen, was ich weiß. So, um den Nerevarin-Kult zu verstehen, musst du die Geschichte der Aschländer verstehen. Nerevar bedeutet... Genau. Also der hat quasi eine ganz andere Bedeutung für die Aschländer als für die des Großen Hauses. Du solltest wissen, dass die Dunmer, die in den großen Hausen sich niedergelassen haben und die Aschländer diesen Konflikt mit der falschen Reinkarnation, quasi der Hauptkonflikt zwischen den beiden ist. Und zwar ein uralter und irgendwo hat der mir jetzt hier eine Zusammenfassung für Kaius Kosades. Wunderbar. Gut, kannst du mir irgendwas über das sechste Haus erzählen? Davon habe ich noch nie was gehört. Haus Dagoth war das sechste Haus, aber in dem Krieg des ersten Konzils haben sie die großen Häuser betrogen und wurden zerstört wurden aufgrund von Verrat zerstört. So, davon habe ich noch... Ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand ihnen huldigen würde. Dagoth Ur, der uralte Kopf dieses Ding, ist der Teufel des tribunalen Glaubens. Und ich habe niemals gehört, dass irgendjemand ihn anbetet. Alles klar. Kannst du mich in irgendwas trainieren? Athletik? Schleichen? Schleichen? Schleichen wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Schleichen wir echt nicht so verkehrt.
kommt. Let's not make this official, Outlander. Move along. Such fine company. One would be wise to listen. Ah, okay, wir sind in diesem Buchladen. An dieser Stelle speichere ich mal, mache eine kleine Aufnahmepause. Ich habe jetzt wieder zwei Folgen, ich muss mich ja schonen, meine Gesundheit und so, ihr wisst schon. Und dann geht's am Freitag. Ja, heute ist Mittwoch, heute habe ich eine Folge, Donnerstag, Freitag. Das klingt gut. Dann geht's am Samstag vielleicht weiter. Weiß nicht, ob ich morgen Abend eine Folge aufnehmen kann. Mal schauen. Also ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal für die Aufmerksamkeit. Ist wieder eine kurze Session gewesen. Bla bla bla. Ich weiß schon, euch interessiert das alles nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö. Speichern. Warum ich auch immer jetzt speichere. Ich wollte eigentlich sagen, vielen Dank und auf Wiedersehen.